machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst? Als ich 1998 als dritte Generation im elterlichen Metallhandwerksunternehmen das Ruder übernahm, da hätte mir vorher mal jemand was von Fridtjof Bergmann erzählen sollen. Da wäre mir und den 120 Mitarbeitern einiges erspart geblieben. Ich konnte doch nicht ahnen, was Bergmann, dieser Sozialromantiker, alles für Gedanken über neue Arbeit, New Work, so auf der Pfanne hat. Also habe ich einfach gemacht, so nach Bauchgefühl. Doof fand ich von Anfang an, dass ich als Chef plötzlich alles entscheiden sollte. Mein Büro glich einem Taubenschlag und die Firma schien voller ratloser Menschen. Ich habe dann einfach aufgehört zu antworten und nur noch Fragen gestellt. Denn wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Und so lag die Verantwortung plötzlich bei meinen Mitarbeitern. Die brauchten natürlich Sicherheit, um zu entscheiden. Und so entwickelten wir Stellenbeschreibungen, in denen klar geregelt war, was der Handlungsrahmen ist. Und da standen natürlich auch Budgets drin. Bei denen habe ich dann einen kleinen Fehler eingebaut, denn es hieß dann nicht bis zu einer Höhe von, sondern mindestens. Und das bedeutete, dass bis zu der genannten Höhe sie gefälligst niemandem in der Organisation, weder ihrem Abteilungsleiter und bitte auch nicht ihrem Chef, mit dummen Fragen auf den Geist gehen sollten. Sondern sie konnten und durften frei entscheiden. Und darüber? Darüber oblag es ihrem eigenen Ermessen, was richtig und was falsch ist. Darauf passierten zwei schreckliche Dinge. Es war zunehmend egal, was ich als Chef eigentlich will. Und ihren Vorgesetzten und mir als Chef widmeten die Mitarbeiter immer weniger und weniger Aufmerksamkeit. Stattdessen interessierten sie sich für den Kundennutzen und forderten Geschwindigkeit ein. Na sowas. Machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst? Was hindert dich daran, einen wirklich guten Job zu machen? Diese zwei Fragen stellte ich immer häufiger, immer mehr Mitarbeitern. Ich hätte es besser wissen müssen, was daraus schon wieder entstand. Plötzlich interessierte sich in der Firma niemand mehr für Fehler. Naja, also genau genommen für die Schuldigen. Das war natürlich schrecklich für die Schuldigen. Denen ging unfassbar Aufmerksamkeit verloren. Alle interessierten sich nur noch für die Chancen, die in einem Fehler stecken, was man daraus lernen konnte und wie man dem Kunden anhand der Fehlerbehebung seine Klasse unter Beweis stellen konnte. Das war fatal. Fehler waren plötzlich immer weniger wichtig und in der Folge passierten immer weniger Fehler. Und dann diese Sache mit der Teilhabe hoch 4. Um einen guten Job zu machen, fehlte Information. Also begannen wir, nichts mehr, aber auch gar nichts geheim zu halten. Die betriebswirtschaftlichen Daten nicht, die Gehaltsstrukturen nicht, nicht mal den Kontostand der Firma oder mein Alter oder mein Gewicht. Nichts war mehr geheim. Schrecklich. Plötzlich konnte jeder entscheiden, weil er Informationen hatte. Und wenn einer unsicher war oder andere von seiner Entscheidung und Idee tangiert waren, dann hat er die einfach gefragt. Einfach so. Und das machte die Firma noch schneller. Nach der Information teilten wir die Entscheidung. Und in der dritten Stufe, na klar, wenn alle Anteil an der Information und an der Entscheidung haben, dann haben sie ja auch einen berechtigten Anspruch auf den Erfolg. Fortan teilten wir also auch den Erfolg mit der Belegschaft. So ging ein Drittel des Gewinns an die Mannschaft. Furchtbar. Plötzlich interessierten sich alle für gesunde Geschäftszahlen und für Gewinne. Dann stellten wir fest, die Jagd nach dem Gewinn ist doch ein wenig kurzfristig. Und wir kamen auf die vierte Stufe der Teilhabe. Besitz.
Seither können sich alle Mitarbeiter am Kapital der Firma beteiligen. Das ist vor allen Dingen natürlich für die Banken doof gewesen, weil wir immer weniger die Finanzierung unseres Geschäfts über die Banken machen mussten. Und die Mitarbeiter? Die kleben seitdem wie Honig an der Firma und ziehen ständig neue an. Unfassbar! Das geht doch irgendwie alles nicht mit rechten Dingen zu, dachte ich. Machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst? Was hindert dich daran, einen wirklich guten Job zu machen? Was brauchst du, um dich hier wirklich zu Hause zu fühlen? Diese drei Fragen stellte ich nun jährlich im Zukunftsgespräch mit jedem einzelnen Mitarbeiter unter vier Augen. Da entstanden als Antworten Wünsche nach mehr Ordnung und eine bessere Werkzeugversorgung. Es entstand ein Lager wie ein Supermarkt. Fahrradleasing, Stromzuschüsse oder 0 Euro für den Strom für E-Autos und E-Bikes. Dann kamen wir auf eine betriebliche Krankenversicherung. Die hebt alle Mitarbeiter auf das Niveau eines Privatpatienten ohne Gesundheitsprüfung. Schließlich haben wir den Urlaub abgeschafft. Na logisch, zu Hause machst du doch auch keinen Urlaub von deiner Familie, bestenfalls mit deiner Familie. Wir interessieren uns nun nur noch für anwesend oder abwesend. Zeitkonto, Urlaubskonto, all das komplett egal. Stattdessen sparen wir auf ein Lebensarbeitszeitkonto. So können unsere Mitarbeiter, wenn sie denn mögen, früher in Rente gehen, eine Auszeit nehmen für den Meistertitel oder daheim die Liebsten pflegen oder einfach Zeit für sich nehmen und meinetwegen mit ihrem Fahrrad ein halbes Jahr rund um Australien radeln. Arbeite doch wann, wo und so viel du willst, ist seitdem unser Motto. Wohin das alles noch führt, ich weiß es nicht. Irgendwann bin ich durch meine Fragen womöglich komplett überflüssig. Naja, außer für die blöden Fragen natürlich. Unbeabsichtigt haben wir so New Work in unser Unternehmen eingeführt. Und damit New Work dahin gebracht, wo sie hingehört nach Fridtjof Bergmann. Nämlich zum ganz normalen Arbeiter mit harter körperlicher Arbeit. Nix mit Kickertisch, Obstkorb und bunten Büros. Blue New Work. Das kommt bei uns beim Blaumann an. Machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst? Das war nun die Frage, die ich mir selbst stellte. Und dann habe ich festgestellt, ich muss auf die Bühne. Ich muss Menschen inspirieren und Menschen bewegen. Und so habe ich all meine Erfahrungen in ein Buch zusammengefasst. Der Humanunternehmer, neue Leichtigkeit für Unternehmen. Noch lieber inspiriere ich aber dich, loszulassen, statt allein zu lassen. Erst zutrauen und dann Vertrauen zu haben. Führung als Dienstleistung zu betrachten und nicht als Machtposition. Und genau deshalb stehe ich jetzt genau hier. Und du? Machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst?